Nein! Ich bin verletzt, ich bin verletzt! Nein! Was? Platziert. Oh, Scheiße! Ja, hey Leute, hier ist mal wieder euer Dragon Ray und heute spiele ich mal eine Runde Arma 3 Altes Live als Polizist. Es ist jetzt schon, ich guck mal kurz auf mein Handy, 2:30 Uhr morgens, ist nicht mehr so viel los auf dem Server, ich bin auch der einzigste Polizist und ich habe jetzt auch die Zustimmung dafür bekommen, dass ich als alleine als Polizist spielen darf und so weiter und das werde ich jetzt auch mal machen. Da hole ich zuerst mal. Nee. Als allererstes, bevor ich hier irgendwas vergesse oder so, gehe ich erstmal zum Bankautomaten. Das Wichtigste. Hebe ich erstmal. 5000 ab. Und dann das erste, was ein Polizist machen sollte, ist natürlich. Achtung. Kommt gleich, sich ein paar Donuts und Kaffee holen. Dazu nehme ich mir noch hier ein paar, wie nennt man die Dingers? Auf Englisch ist klar, aber halt um die Straße abzusperren, falls irgendwas ist, um da Dinger zu legen und so weiter. Dass man, diese Nagelbänder sind es, wo man, ja, wenn man drüber fährt, dass die Reifen kaputt gehen, ne? Wisst ihr ja Bescheid. Dazu noch hier was und dann habe ich jetzt eigentlich alles. Cellphone-Batterie ist wichtig, weil hier kann nämlich der Akku leer gehen. Ja. Jo, ihr seht es jetzt gerade alles wunderschön. Es kann sein, dass es ab und zu ein bisschen leckt. Das liegt aber nicht unbedingt an mir, weil der Server, da laufen ziemlich viele Skripte drauf. Und dadurch kann es ab und zu ein bisschen lecken, so wie man jetzt gerade sieht. Es liegt nicht unbedingt alles an mir. So, dann tun wir hier mal einsteigen, einfach mal ein bisschen Streife fahren, ne? Ich hoffe, also das ist meine erste Aufnahme, so richtig in Arma, auch wo ich jetzt alles richtig gut probiere, alles zu machen, nicht so wie bei anderen Aufnahmen. Ich habe schon ein anderes Aufnahmeprogramm. Und, ja. Ich will jetzt einfach mal auch noch ein paar Spiele in der Zeit, sehr wenig kommen, da kommt noch so 1000 Abonnenten-Special, sobald ich mir noch hier was einfallen lassen habe. Ja, das Aufnahmeprogramm macht hier irgendwie die Helligkeit ein bisschen runter, deswegen sieht es alles so ein bisschen gedimmt aus im Video. Ja, also in echt sieht es hier alles ein bisschen heller aus und so weiter. Muss mal gucken, wie ich alles einstellen kann und so, ja. So, ich werde auch in Zukunft dann ab und zu mal Facecam und so reinmachen, gucken mal alles mal, wann ich in nächster Zeit mal öfters hier loslegen kann. Und ich sehe, hier ist kaum was los. Das halten wir hier mal an. Fahren wir hier mal hinten rein. So. Und da ist schon der erste. Das steige ich jetzt einfach mal aus, obwohl ich nicht gerade geparkt habe. Guten Morgen. Guten Tag. Und was machen Sie hier so? Okay, ist noch nichts passiert in letzter Zeit hier so? Schon, also wir hatten Personen mit komplett illegalen Waren angehalten. Also wir haben das so gemacht, dass wir komplett von denen alles gesucht haben, ne? Okay. Also wir hatten die angesprochen, weil die hatten komplette Waren dabei. Da habe ich zu den Personen gesagt, um halt die kompletten Waren erst aus der Welt zu schaffen, haben wir dann gesucht. Das war okay, ne? Ja, ist okay. Und sie passen dann hier auf und ich fahre dann am besten noch ein bisschen Streif und fahre mal zum Drogendealer und frag den auch mal. Den hier können wir auch zusammenfahren, also. Ja, meinetwegen können Sie mitkommen, ist ja eh gerade auch kein anderer Polizist hier auf dem Server. Ja, dann steigen Sie da mal in mein Auto. Darf ich mal kurz einmal kurz noch was fragen? Ja. Was für ein Rang? Ich bin Officer. Alles klar. Weil ich glaube, ich weiß, dürfen Sie nicht so weit bis zur Hatira fahren, oder?
Ich habe die Zustimmung von Mike bekommen, den kennen Sie ja. Ja, klar. Und den habe ich gerade mit dem alles abgeklärt. Ich, ja, ja. Also, ich nehme hier auch gerade auf, hier für meinen YouTube-Channel, ne? Und deswegen darf ich das jetzt auch machen. Ja, interessant. Ja gut, alles klar. Machen Sie auch gute Werbung für uns. Auf jeden Fall. Alles klar. Ich werde dann gleich so ein bisschen äußere Umgebung ein bisschen checken, ne? Okay. So, ich habe jetzt gerade einen von der UN mitgenommen und die können zu uns sozusagen, das sind so Hilfsmit-Cops, sag ich mal. Und ja, was soll ich dazu noch schon erzählen? Wir fahren sie einfach mal ein bisschen Streife. Fahren mal die Drogenhändler und so weiter ab. Dazu fällt mir gerade auf. Nein, ich darf mich nicht von vorne ablenken lassen. Okay, ich habe die Karte jetzt mal geöffnet, dass ich hier sehe, wo wir auch genau sind und so weiter. Jo, kann ich mal was erzählen? Ich spiele hier auf dem Zogas Server, altes Live. Kann sich auch als Cop, Medic, Zivilist bewerben. Das ist nur mit Whitelisted der Server. Er ist auch immer richtig schön voll. Der ist manchmal auch so voll, dass ich selber nicht mehr drauf komme als Polizist. Und ja. So könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Alle, wo Arma 3 spielen, altes Live und so, sowas gerne möchten. Und das ist auch wirklich Roleplay. Und so mal kurz zur Info: Alle, wo hacken, das hatten wir auch schon öfters mal, kann ich jetzt auch mal sagen. Die Hacker, die werden sofort gebannt. Das wird auch, hier ist auch fast immer ein Admin drauf. Und der kann es auch immer sofort sehen, wenn da einer zu lange am Geldautomat steht und sich da ein bisschen Geld cheatet oder sowas, keine Ahnung. Wisst ihr schon Bescheid? Ich hoffe, man hört den jetzt auch gut gehört, den Chip, weil im Game ist alles so ein bisschen leiser, ne? Und ich glaube, ich mache den Sound auch gleich mal ein bisschen lauter. Dragway? Ja. Dürften auch noch andere Kollegen an der Streife dran teilnehmen von mir oder? Inwiefern? Wie ist das jetzt gemeint? Halt, die sind auch von meinen Clan UN. Dass sie halt mit mir das Gebiet so absichern, wenn sie dann halt ihre Tätigkeit ausüben. Wäre es für Sie okay? Ja klar, also können wir gerne so machen. Am besten wäre es halt, wenn Sie in Geike Channel reden könnten. Im Side Channel? Ja, also in diesem Fahrzeugchannel. Fahrzeugkanal. Achso, okay, jetzt ist besser, oder? Ja, auf jeden Fall. Okay, ja, ich hab also ich kann, gedacht. Die sind jetzt gleich in Atira. Die sind jetzt gerade in Atira, also wegen mir können wir es abholen. Wir sind ja auch gerade Gangster unterwegs und ne. Seid ihr auf dem TS irgendwo unten oder? Ja, im UN-Channel. Meinetwegen kann ich auch mit runterkommen. Ich bin doch hier oben sowieso oder. Ja. Soll ich mit wegen mir können wir es machen, ja klar. Ja klar. Okay. Warten Sie aber ganz kurz. Okay, ich war jetzt glaube ich nicht so eine gute Idee, weil dann wird alles so laut, aber da hat man wenigstens noch ein bisschen mehr zu reden, dann passt es ja. Jetzt kann ich mal kurz den Sound noch ein bisschen lauter stellen. Audio. So, okay. Sound ist ein bisschen lauter, mach ich mir, weil ich gerade eh nichts zu tun habe. Okay, wer waren das jetzt? Waren die auch von der UN? I don't know. Ich tapp mich mal hier kurz raus, hoffe die Aufnahme läuft weiter.
So, ja, ich denke mal, die Aufnahme ist gerade weitergelaufen. Okay, was macht der da jetzt? Ich weiß jetzt nicht, ob der von der UN ist oder NN, es gibt ja unterschiedliche. Ich glaube, ich steig da mal kurz aus und sag dem Bescheid. Kollege, was macht der Ifrit um uns hier rum? Ich glaube, ich steige jetzt mal kurz aus. Komm einfach mal mit raus. Okay, könnt ihr kurz aufschließen? Hallo? Bleiben Sie mal stehen. Kommen Sie mal raus aus dem Ifrit. Hallo, hören Sie mich? Okay, wir fahren mal hinterher. Ja, schieß mal kurz aus, also. Wenn sich ein Newton, sind sie bei uns im TS drin, ne? Also. Der TS hat ein Passwort. Also, als euer Also, ich habe Spender. sie schon reingezogen. Also, ich habe sie schon reingezogen. Sie müssen sich nur erwähnen, muten, ne? Also, meine Kollegen sind gerade am Farmen, deswegen kann das vielleicht zu Komplikationen kommen. Nicht, dass wir das irgendwie. YouTube-Channel sozusagen stört. Jetzt bloß nicht du, hast du einen Kanal geschaut. Beim, YouTube. Ich muss. Wollen die Bell sollen mal anschreiben oder? Ja, schreiben mal an. Was ist das gerade dein Ernst? Ich kann ja nicht wegdrängen, ich habe nur so einen Geländewagen. Warum kommen sie nicht mit? Großer. Ja. Alter, wo seid ihr schon? Ich fahre hier mit meinen zwei Haar hoch. Wir sind jetzt auf der Straße. Oder auf dem Feldweg. Hast du ihn angeschrieben? Ich hab gehört, ihr helft mir auch beim Prozessen, damit wir gleichzeitig ankommen. Sie können meinen Kollegen der Tiravan abholen, ne, Natürlich wenn was machen wir weiter das. ist. Und du fährst fast gegen eine Bombe. Ja, kannst du sehen. Also wenn ich gegen Bomben fahre, passiert ein. Wenn er mit so. Heute ist Ifrit. Leute. Dann gehört der. Mag der Ifrit wollte zu überfallen, der scheiß Liquid Frost. Wo ist denn der? Er ist unter beim Kontrollposten da, beim Kupferverarbeiter. Hey, der Tierer? Ich bin falsch gefahren, ne? Jungs? Jan, in der Tierer? Nee, du bist richtig. Voila. Nein, ich war voll falsch. Achso, ja, okay, können wir nicht helfen, oder? Nee, erstmal außerhalb. Also, ihr seid ja gerade eher am Farm, also ist für euch echt gerade schlecht. Okay, die Person hier vor uns, Na, ich könnte an der Garage aussteigen und Alter, oh, es ist echt riskant mit einem Geländewagen gegen IFA zu kämpfen bei bestem Willen. Das geht nicht. Wenn ich könnte ja auch in den Tempest rausholen. Könnten wir nicht irgendwie hier. Keine komplette Straßenbahnsperre. Warte, ich fahr mal vor, ich fahr mal vor und dann tue ich hier. Boah, okay. So ein bisschen. Boah, wie die Action. Hey, das war echt riskant. Also kann ich da jetzt hätte nicht auch einer sofort vorne stehen und so ein paar Straßensperren nein, hinmachen? Ja, am Arsch. Scheiße, Mann, Junge. Steig aus, steig schnell aus, steig schnell aus, steig schnell aus und dann weg. Der kann eigentlich nicht renn weg, das Ding explodiert weiß gleich. Nicht.
Ey, bring mich erstmal fix zur Garage. Hemmet. Warte mal, können wir den abschießen hier? Wenn den wreckt, ja. Ja, okay. Wreckt? Ja, komm, ich bring dich auf den. Wo ist er hin? Okay, warte, ich repariere das Ding. Oder die Batterie ist leer. Oder willst du mich gleich bis zum Airfield bringen? Ach, du willst ja gleich. Der Sohn kommt wieder. Soll ich sie verteidigen? Oder? Ja, ja. Immer von hinten gucken. Ja, okay. Probier mal die Reifen zu zerschießen. Oder so. Sonst kann ich nichts machen, ich hab keine. Achso, wieso hast du keine Waffe? Oh Mann, da hat mal keine Chance. Ja, also Jan, ich komm jetzt mit dem Heli zu euch. Bitte weg. Nee, bringt nix. Warte, wenn er hier nochmal lang fährt, ich tu gleich hier so ein paar Straßensperren hier aufstellen. Jan ist auch gar nicht mehr in der Gruppe drin. Ja, der hat ja Disconnect. Nee. Er mit bei mir. Leute? Ja. Das ist halt da, weil die Gruppe gelockt ist, deswegen komme ich nicht rein. Ja, sag das doch. Wer ist hier? So, jetzt ist offen. Rekt ist er wieder im Processen. Moin. Was? Im Moin gesagt. Okay, wenn er nochmal kommt, dann. Jan, du kannst reinkommen, ich hab's ja offen. Alles klar. Komm mal schnell zu mir, müssen wir mithacken, Prozessen, sonst muss Jan neu joinen oder so. Oder irgendjemand neu joinen, damit der Preis okay ist. Warte, wir probieren mal hier durchzulocken. Ja, er joint ja eh gleich neu. Ja. Obwohl, nee, dann fliegst du nie wieder hin. Ja. Ja, natürlich jetzt praktisch gewesen. Sind die Kavala? Ja. Lassen wir es einfach mal da liegen, die Dinger hier. Jan ist hier fertig. Hast du den Turnaround gesehen, Alter? Richtig Premium. Oh, nee, jetzt kommt er. Ja, der fährt jetzt da durch, dann sind seine Reifen am Arsch. Wer ist denn in den E-Fort? Der fährt jetzt da durch. Klar. Nein! Danke für die. Nein! Für das Taxi. Was hast du nochmal für einen Heli? Komm schon, der muss jetzt da durchfahren. Ein Oka und zwei Hummingbirds. Momentan. Scheiße. Warum? Ich hab nur einen Maw. Mit Maw kann ich viel geil. Ja! Geil, es hat geklappt. Was? Die Reifen von dir sind immer. Ja, perfekt, Achtung. Hast okay, du die, hast... die Dingens da, die Spikes da aus? Nein! 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 Ja, ich bin verletzt! Ja, nein! Was? Platziert. Ja. Oh, Scheiße! Von Balu. Was macht ihr? Nimm die mal fest, kannst du die irgendwie abschießen oder so, betäuben? Gut. Nein. Das kann doch nicht sein. Was der Freund, der gerade macht. Oh, weil noch einer. Bitte. Der tötet da welche. Noch einer. Bitte bewegen Sie mich weg. Jan, noch einer. Ich weiß. Bitte bewegen Sie mich weg. Ey, können wir hier nicht mal Unterstützung bekommen? Hä, wer ist denn von euch jetzt noch dort dabei? Keiner, aber ich komme aus dem Zentrum, weil Balu hat den gekillt, den anderen, und die hat so... Kannst du mich probieren, hier zu heilen oder so? Ganz echt cool, wenn mir jemand beim Prinzessin helfen will. Hier. Kannst du mich probieren zu heilen? Jan, sind dort noch welche auf eurer Position? Ja, auf meiner Position findet sich noch eine Person. Gegenüber von meinem Streifenfahrzeug. Von deinem Streifenfahrzeug noch. Du lebst noch, ne? Rückenschmerzen. Scheiße. Bist du tot? Nee, der hat aber richtig gefressen, der Typ. Scheiße, Alter. Kannst du mich wiederbeleben? Ist nur noch eine Person. Person bewegt sich auf mich zu. Mann! Der Person steht hinter dem Ifrit. Ah, fuck.
Ich hab der auch, also, ey, nee. Balu ist voll der niedliche Name, nochmal so. Kenn ich irgendwie. War das nicht irgendwie so ein Bär aus. Aus dem Dschungelbuch, ja. Genau. Nee, Captain Balu. Hatte ich als richtig riesiges Kuscheltier. Jetzt. Ja, der, ey. Oh mein Gott, der kommt auch oder direkt auf Feuer. Wie wär's, joinst du einmal neu? Alter, das kann doch nicht sein, ey! Ey, ja, du bist ja jetzt tot, ne? Lock dich einmal bitte aus und spawn neu gleich, okay? Oh Mann, ich könnte mich abflammen, ey. Ist jetzt jemand von euch in der Nähe? Den Frieden aus, dann schießt immer noch weiter. Ey. Ja, dann einfach schießen, wenn der auf dich, oder auf den. Ja, aber man muss nicht allzu end sofort immer schießen. Da, doch klar, wenn der schießt, kannst du auch schießen. Ja, dann musst du sofort zurückschießen. Ja, du darfst auch scharf schießen. Ich verfolge den Ifrit jetzt weiter. Du bist da gerade? Wo fährt er hin? Er ist mit dem Helio. Ja, beleb uns mal, komm mal, probier mal hier runter zu kommen. Dann ist hier. Ifrit fährt Richtung Atira hoch zu, jetzt auf der Hauptstraße. Probier uns mal zu beleben, die können wir gleich noch weiterverfolgen. Alter, der Balu hätte sterben müssen, Alter. Ich hab voll auf den draufgezogen. Wir hatten Aimbot-Hack. Aimbot-Hack. Ja, ist einfach so. Ja, das ist. Ja. Ihr könnt jetzt nicht mehr dazukommen. Nee. Ja. Ja. Okay, dann. Ja, ich was lohnt sich jetzt zu Ende und dann. Ja, warte, helf mir doch einfach. Ich brauch auch nur noch zweimal noch. Ja, scheiße. Ich muss auch noch dreimal oder zweimal. Es ist sehr, sehr gut gelaufen, aber. Hey, obwohl, da passt nur eine Inventarladung rein. Ist der jetzt gerade unter dir? Der ist direkt unter mir, ja. Okay, dann ist der bei uns in der Nähe. Ja, 3 Kilometer circa. Geil, es ist noch nur eine Person, weil die andere Person hab ich rausgenommen. Ja, hast du die getötet noch, komplett oder? Oder nur ja, so. Gummiert. Also es war schon mal ein guter Plan, die Spikes-Flips hier mitzunehmen, um dann die Reifen kaputt zu machen von dem. Hat die auch für kurze Zeit aufgehalten, aber ja, allein als Polizisten und jemand anders hier ohne Verstärkung, ohne was, ich kann jetzt auch nicht so viel machen. Und ich habe auch einfach Scheiß mit dem Auto geparkt. Egal, wir fahren jetzt einfach mal hier ein bisschen weiter. Ich hoffe, das gefällt euch hier jetzt mein neues Ding, wo ich auf meinem Channel mache. Einfach mal, hier ist so ein bisschen gemütlich als Polizist, also im Leben eines Polizisten und so weiter und ja, sorry, wenn es ab und zu mal ganz kurz laggt, das ist, ja, wie gesagt, auf anderen Servern habe ich 60 FPS und hier auf dem Server habe ich nur 30, okay, 30 bis 36, das schwankt immer so ein bisschen, zuerst war jetzt glaube ich 37, wo ich hatte. Ich weiß, ich war hier wie ein Gestörter wieder auf der falschen Straßenseite. wir fahren jetzt einfach mal hier ein bisschen entlang. Vielleicht passiert noch irgendwas Spannendes, ohne dass man gleich getötet wird. Und eigentlich ist es RDM, wenn man einen einfach so tötet hier. Ohne irgendwie Vorwarnung oder so irgendwas, ne? Es war eigentlich auch schon klar, was die machen wollten. Naja. Und ich habe vorhin ganz erfolgreich mit denen reden, deswegen ignorieren die mich ja auch so toll, weil ich mein Mikrofon natürlich gemutet hatte, ich Idiot. Haben die mich gar nicht gehört. Und es ist mir dann erst aufgefallen danach. Ich bin auch ein Idiot, ne? Ich mal kurz rein, was die anderen so sagen. Wäre es nicht wohl besser, wenn wir mit dem Fahrzeug fahren, anstatt mit dem Heli? Ja, wo wollen wir denn jetzt eigentlich hin? Bisschen fahren, fahrzeugmäßig. Gut. So, ne, dann, ich weiß nicht, was die anderen zwei jetzt machen. Dias vertickt gerade. Und? Okay, das reicht schon. Jetzt hast du schon so einiges gehört. Wie gesagt, ich begebe mich jetzt auch nicht mehr zum Tatort. Ich weiß davon ja eigentlich gar nichts mehr. Aber ich fahre jetzt einfach nur noch hier entlang. Nice, das gefällt mir richtig, ey. Das beste Spiel, wo man spielen kann, ist das einfach nur. Das ist eins der geilsten Spiele, oder zumindest der Mod Altes Life hier, wo gemacht wurde. Das ist einfach nur richtig nice. Kann ich nur jedem empfehlen. So, ich glaube, ich beende dann mal hier die eine Folge. Mal gucken, ob es die erste ist oder die zweite. Weil ich glaube, ich teile es in zwei Parts auf.
Und sag ich schon mal. Ups, was mache ich denn? Ja, das ist, wenn man Ego-Perspektive fährt, dann hat man ja keinen Überblick gerade. Wie gesagt. Dann hier. Danke für das Zuschauen und so weiter. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch eine Bewertung da. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.